Die Leute brauchen es, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Wann sind die Menschen so verdammt bescheuert geworden? All das hier muss ein Ende finden. Und das Schlimmste ist, mir fällt gerade auf, dass dieser Kaffee scheiße schmeckt. Der schmeckt nach verbranntem Arschloch. Was heißt da charakteristische Röstung? Wer hat so einen scheiß Charakter? Okay, Alter. Mein Vorgeplänkel, seit jeher ein Coin-Sample. Der Soundtrack für die Midsommersonnenwende. Darauf erschaffe ich epische Mordsequenzen in biochemischer Formvollendung. Mein Vibe besteht aus visionären Endzeitschwingungen. Trist wie Legionellen im Quell des Trinkbrunnens. Meine Stimme klingt nicht nur nach Armageddon dank des nuklearen Brennstabs im Gurkenwasserspender. Ich bin ein Super-GAU. Seit deiner Corona-App da Bluetooth auf. Ich bin die Immuninsuffizienz im Uhrenhau. Und mitten in der Nacht bricht der Doomsday auf. Ich spiel hier nicht nach einheitlichen Regeln und trage voller Stolz da ein Zeichen am Schädel. Ihr bekommt die volle Reizseite des Lebens, sobald euch da Reizzeitliche segnet. Und bitte Stimme und Inhalt sind dir zu eklig. Es ging bei mir immer nur um brillante Ästhetik. Makellos drapiertes Grauen unter Käseglocken. Baccarat-Rosen auf dem Saum neben den Schädelknochen. Ich wollte nie mehr als den Horror-Vibe salonfähig machen. Jetzt sitz ich dir wie ein Poltergeist im frostigen Nacken. Und siehst du mein Konterfei als morphischen Schatten? Folgen im Occipitallappen schon Kopfschmerzattacken. Denn ich streich deine Ohren neu in Stimmfarbe schwarz. Steh für Slasher wie Vogelscheuchen auf Hinterlandfarmen und biss mich dein ganzes Dorf mit Heu und Mistgabeln jagt. Sammel ich schwarz-romantisches Polaroid-Bildmaterial als einen formidablen Augenschmaus im kobaltblauen Speisesaal in meinem Haunted House am Rand des Ost-Warschauer Weichseltals. Und brauche kein Management. Niemand sagt mir, bleib mal auf dem Teppich. Ich bleib höchstens auf dem Bombenteppich. Ich hab ein Loch in Händchen für entartete Kunst und niemand hier könnte mich jemals copycatten. Mr. Sophistication. Ihr steht für Menschenrechte ein, ich fordere Menschenverbote. Wie die November-Prokrome. Ja, der Ripper hält wieder mal mit Engelsrhetorik seine gewohnte idiosynkratische Messlatte oben. Einmal quer durch erste Weltproblemzonen. Von geschlechtlichen Quoten in Managementpositionen bis hin zu ethnisch konformen Floskeln und Genderpronomen. Ich steh der Welt entfremdet, echt hinter Ferndiagnosen. Doch trage dabei keine Aluhüte, sondern Seidenmaßanzüge und verbreite hier mit völlig haltlosen Star-Allüren wahre Lügen. Life is a glory hole, ich bin dreckig Dieb, dass dir die Fleischfresse im Morbus von je in Schädel schießt. Bedien mich bei sinnerer Rhetorik als das NS-Regime und das bringt mir zwar keine Avancen auf einen Label-Deal, aber dafür Beifall von Horden meiner SZM-Creeps und vielleicht ein Maisberger Wochentalk über Genozid. Doch lass mich hier vorab direkt dementieren, die Auswahl meiner Opfer ist zumeist nicht sonderlich selektiv. Mein Körper ist dabei, sich von den Schlacken abzuspalten, aber Widerwärtigkeiten haben lange Halbwertszeiten. Du kannst diesen Protest gern mit der Kamera begleiten, aber dann halt auch schön drauf, wenn ich in Raserei verfall, ich in einem Jumpscare zerfleisch und du ausblutest. Und alles, was von dir bleibt, ist ein Found Footage, ist ein gefundenes Fressen. Und bin ich fertig, dann ertrinkst du allein beim Versuch, dir alle deine Wunden zu lecken. Ich lächel nie, ich lächel nie, lächel nie, ich lächel nie, lächel nie. Nein, ich hab ständig schlechte Laune. Schau in meinen Spiegel und leere dem Candyman das Grauen. Du reichst mir begeistert deine Hand, ich brech dir die Finger mit deinem zweifelsfreien kein Bedarf und lässigem Zwinkern. Behalt dein Freundschaftsarmband, wir bleiben Fremde für immer. Ich bin kein Serienstar, ich bin mehr Serienkiller. Und du hast Redebedarf, dann geh zu Vera am Mittag. Ich hab zwar Ted Bundy, aber bin eremitierter und ist das Kerzenwachs warm. Bei unserem Candlelight Dinner kriegst du ein Sensenbrandmal an dein hässliches Stirnband mit den allerschlechtesten Grüßen vom Chesapeake Ripper. Du wirst sentimental, ich bleib so unpersönlich wie immer. Und jetzt bitte, schalt deinen Smartphone-Hintergrund mal farblos. Denn mein Album streamt man nur im Dark Mode. Vertrau mir nicht, ich bin der Inbegriff von Argwohn. Ich treib dich in den Mental Breakdown. Du flüchtest Angst erfüllt in das nächste Safe House. Du und ich sollen Freunde sein, das bereust du bald. In mir steckt ein Funken Licht und ein Feuer Abscheulichkeit. Sensen auf der Epaulette, schick mir keine Friend Request. Pro Ripper Maniac, viele
fehlt unter dem Brustteil nicht der Platz für Reue. Deine Seele schwarz verfärbt durch supravitale Fäule. Sie wird alle Jubeljahre mal gesäubert. Und was ich bis dahin alles so in meinem Kummerkasten angehäuft hat, verbrennt der pointierte Hass als Brandbeschleuniger im neuronalen Pulverfass. Und es geht auf in atomarem Feuer. Manche nennen es Facetten, ich nenne es psychische Szenen. Splitt dein Schädel auf den Spiegel der Seele. Ich werf sie in den Scherbensammelbecher rein und schneide mich dabei an jeder Herzensangelegenheit, die zu verwirklichen ich längst nicht mehr imstande bin wie ein. Mein totes Inneres erforscht in Werkadaberfledderei. Ich bin völlig ausgebrannt, in mir nur Kohle, Minerale. Aber unter Druck press ich aus denen rohe Diamanten. Denn ich hab dieses Talent von besseren Gnaden auch immer. Doch mein inneres Kind war die Opfergabe. Das Henkerswahl der Lottofagen macht es tolerabel. Doch ich wusste es damals schon besser, pro Ripper Nostradamus. Ich schlag zum Morgenappell mit der Rohrzange ein Gitterstäbel. Reich meinen Sorgen faltigen Chorknaben eine Tischserviette. Denn ich sammel in deren Stofffaser die Kindertränen und ringe sie aus über Goldpokalen vor Tischgebeten für das Abendmahl meiner Staatskommission. Zusammenhalten wie ein unnahbares Machtmonopol. Von jedem Kleinstadtbürgeramt bis hin zum NATO-Büro. Auch mein Tagespflegeprogramm beginnt mit Adrenochrom. Immer frisch aus der Quelle meiner privaten Höllen. Sweet mit Kellerblick, zum Glück ist das Zeug hitzebeständig. Die Wissensstände werden jährlich general überholt. Doch in den Köpfen der Menschen steckt eine Art Prätension auf fehlerfreie Behandlung unter adäquatem Zeitaufwand. 8 Minuten ist das, was die Krankenkassenleistung zahlt. Und dann soll der Arzt 6 von 10 Indizien auf von Expertengremien erstellten Checklisten vidieren. Und hast du eines zu wenig, bist du dann wirklich ganz gesund? Kannst du theoretisch nicht lügen für einen Falschbefund? Na bitte schön, ich werf dir liebend gerne Zweifel auf. Und das so dreckig, jetzt sind beide Hemisphären eingesaut. Dabei ist mein Denken nicht halb so komplex wie der Alltag. Doch deines führt dich scheinbar nicht mal eine Ecke weiter. Die Sache ist die, ich will keinen kennen. Deal aus meinen privaten Arzneibeständen. Lieber Gift in kleinen, dafür reinen Mengen als die Quintessenz für die Single. Trends bis zur X-Beliebigkeit zu strecken. Mach keine Ohrwürmer für Teenager mit Leistungsschwäche, sondern schmeiß euch nen potenten Killerkeim ins Hi-Fi-Becken. Meine Komfortzone ausstaffiert mit Geigen-Samples, während ihr die Vocalspuren verbiegt, bis ich die Balken breche. Euch dann gegenseitig nominiert für eine Cyber-Challenge zu karikativen Zwecken plus der Ego-Heiligsprechung. Lasst mich aus eurem Heilsametreff rausschau, ich mach Psycho-Battle-Shit und daran wird sich keinesfalls was ändern. Pro-Ripper! Jedes Mal, wenn ich vor meinem Mikro stehe, frage ich mich, wozu? Diese ganze Prozedur, Rap ist Masochismus. Pur. Jetzt häng ich wieder stundenlang ab in meiner Buh. Nur ohne Strick und Stuhl. Dafür mit Zwergfellstichen und mit Atemnot. Und weil es niemand kann wie ich, introduziere ich mich mit selbstgeschriebener Laudatio. Wie ich es auch drehe, Mucke bleibt ein Zeit- und Seelenfresser. Und in meinem Lebenswerk ist alles eitel Regenwetter. Besser du gewöhnst dich an diese neue Welt. In dieser neuen Welt ist Nächstenliebe tödlich. Mein Misanthropia, ich schreibe es in Schönschrift auf das größte Ortsschild, das du niemals sehen wirst. Besser du gewöhnst dich an diese Selektion. Ab jetzt sind Misanthropen mehr als nur ein Gegenstrom. Ihr wart die Welle, wir sind der Wellenbrecher. Wir sind der Shutdown für jeden Menschenrechtler. Ich wünsch dir auf all deinen Wegen Glück, aber klopf nicht auf Holz. Denn ich erwarte nichts und werde trotzdem enttäuscht. Ist kein Ding, denn ich bin frontierungsfreudig und gieße noch etwas Öl in dieses Vorhöllenfeuer. Lass es brennen, brennen, brennen. Lass es doch die ganze Welt verschlucken. Menschen sind das Salz der Erde, doch versalzen mir die Suppe. Ich will gar nicht diskutieren, es hier sind Geigenzeiten. Scharfe 30 Jahre Meinungsmache gegen laienhafte Phrase. Fordert für eine Stunde volle Aufmerksamkeit für den nächsten Ausbruch meiner Inselbegabung, der deine instabile Traumwelt durchseucht. Bonjour mes amis und willkommen im Moloch. Meine kleine Welt ist ein Moloch.
Auch deine heile Welt ist ein Moloch.